Es ist Dienstag, der 10. Juli 2012. Hier meldet sich unser Politikblog vom Gelände des Bundesverfassungsgerichts. Heute geht es hier um die mündliche Verhandlung zu den Klagen, zu den Anträgen verschiedener Kläger auf einstweilige Anordnung. Was hier heute verhandelt wird, es sind fünf Kläger oder Gruppen von Klägern. Einmal geht es um mehr Demokratie. Mit ihrer Kampagne Volksentscheid, sonst klagen wir. Dann geht es um Klage der Linken. Professor Schachtschneider und seine Kollegen werden da sein, Dr. Gauweiler und ein Kläger, Klägerin, Klägergruppe, die uns noch nicht bekannt sind. Wir haben uns bisher von zwei Richtungen die Klagen gründlich durchgelesen. Einmal die Klage von mehr Demokratie und einmal die Klage der renommierten Bürgerrechtlerin Sarah Lucia Hassel-Reusing, die ja bis zum Menschenrechtsfachausschuss der Vereinten Nationen bekannt ist. Beide haben bisher ein großes öffentliches Interesse geweckt. Mehr Demokratie hat schon eine fünfstellige Zahl, schon, soweit ich mich entsinne, über 20.000 Leute, die Klagebeitritt gemacht haben. Während die findet man auf volksentscheid.eu. Während man die andere Klage, die wir uns bisher gründlicher angeschaut haben, auf der Seite vom Netzwerk Volksentscheid unter Menüpunkt ESM-Klage findet, da haben sich bisher 1.300 Leute mit solidarisiert. Und bei mehr Demokratie vor allem haben sich mehrere Parteien der Klage angeschlossen. Das sind die Ökodemokraten, die Freien Wähler, der Landesverband Berlin, der Piratenpartei sowie einzelne Prominente von SPD und Grünen. Diese Klage von mehr Demokratie jedoch, schauen Sie sich bitte auch unseren Artikel von gestern, vom 9.7. an, mit dem Namen, dem Titel Sturmangriff auf Grundgesetz und Menschenwürde im Namen von mehr Demokratie. Da heißt es unter der Überschrift Volksentscheid, sonst klagen wir. Die Euro- und Staatsschuldenkrise droht zu einer Krise der Demokratie zu werden. Parlamente werden zunehmend entmachtet, immer mehr Kompetenzen der Entscheidung auf die höhere Ebene verlagert. Wir fordern, dass die Bevölkerung im bundesweiten Volksentscheiden über ESM und Fiskalpakt abstimmen kann, sowie ein Konvent zur Zukunft der EU, nachdem Bundestag und Bundesrat am 29.06.2012 beiden Verträgen zustimmten, hat unser Bündnis beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung und eine Klageschrift eingereicht. Da uns weiter täglich Hunderte von Vollmachten erreichen, sammeln wir weiter. So viel zur Selbstdarstellung von mehr Demokratie. Auf Seite 102 von deren Klage steht unter dem Abschnitt 5. Rechtsfolgen Artikel 146 Grundgesetz auf Seite 102 jedoch was völlig anderes. Da steht, Zitat, mit der Zustimmung zur Errichtung des ESM, zur Änderung des AUV und zum Fiskalpakt überschreitet der verfassungsgebende Gesetzgeber die Grenzen seiner Integrationsbefugnisse. Damit ist die verfassungsgebende Gewalt des Souveräns, also des Staatsvolks, gefordert. Den Weg für die Anrufung des Souveräns eröffnet Artikel 146 Grundgesetz. Wenn wesentliche Integrationsschritte nicht mehr von den Befugnissen des verfassungsgebenden Gesetzgebers getragen werden, dann hat der Pouvoir Constituant des deutschen Volkes im Wege einer neuen Verfassung darüber zu befinden. Das bedeutet nicht etwa zwingend eine vollständige Ablösung des Grundgesetzes durch eine neue Verfassung. Vielmehr würde eine die hier in Frage stehende Integrationsschritte rechtfertigende Verfassung auch dann gegeben, wenn das Grundgesetz um Bestimmungen ergänzt wird, die zum Eintritt in eine bundesstaatsähnliche Fiskalunion ermächtigen. Der Hohe Senat wird ersucht, die dahingehende Verpflichtung der gesetzgebenden Körperschaften auszusprechen. Zitat Ende. Die wirklichen Klageanträge dieses Vereins Mehr Demokratie gehen also darauf hinaus, dass es gar nicht um einen Volksentscheid geht, bei mehr Demokratie über Fiskalpakt und ESM, sondern über einen Volksentscheid über ein neues, aufgebrochenes Grundgesetz, was Fiskalpakt und ESM überhaupt keine Grenzen mehr setzt. Wie groß diese Tragweite ist, geht auch aus einem Interview der Süddeutschen Zeitung hervor, und zwar vom 19.09.2011. Dieses Interview hat der Berichterstatter der hier vorliegenden Verfahren, der Bundesverfassungsrichter Professor Dr. Peter Michael Huber, gegeben. Er ist nicht nur Berichterstatter, sondern auch einer von drei Richtern in der Kammer, die entscheidet, welche Klagen rund um ESM, Fiskalpakt, kleine Vertragsänderungen zur Entscheidung angenommen werden. Am 19.09.2011 sagte er sehr deutlich, dass das Grundgesetz so eine Wirtschaftsregierung wohl nicht zulasse. Und er sagte, wenn man solch eine Wirtschaftsregierung ermöglichen wollte, dann ginge das nur über einen Volksentscheid, über ein neues Grundgesetz. Und dieses neue Grundgesetz müsste, wenn man das wollte,
Dann die Ewigkeitsgarantie, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, öffnen für solch eine Wirtschaftsregierung. Und ein paar Änderungen am Artikel 23 Grundgesetz im Europaartikel vornehmen. Er sagte, in der Sache wäre das eine Revolution. Und genau solch eine Revolution unternimmt nun mehr Demokratie, als hätte man ihm beim Wort genommen, und verlangt das Gleiche nun auch noch, diese Revolution nicht nur zur Durchsetzung der Wirtschaftsregierung, die ja auf dem Fiskalpakt sich hauptsächlich gründen soll, sondern auch des ESM. Professor Dr. Huber ist auch bis vor kurzem, darüber hat die Welt berichtet und hat auch IK News berichtet, bis vor kurzem im Kuratorium, also im wissenschaftlichen Beirat für mehr Demokratie gewesen. Und die Welt sinnierte bereits am 5.7.2012 in dem Artikel der heikle Balanceakt des Verfassungsrichters Huber darüber nach, ob er befangen sei, ohne dabei sein Interview vom 19.09.2011 in den Blick zu nehmen. Aus dem Parlamentarischen Rat gibt es ein Zitat zur Ewigkeitsgarantie. Dr. Thomas Dehler in der Ausschusssitzung Hauptausschusssitzung, 12.01.1949, hat Dr. Thomas Dehler damals gesagt, Zitat, auf jeden Fall halte ich es für notwendig, dass wir eine Barriere errichten, nicht in dem Glauben, dass wir dadurch einer Revolution begegnen können, aber doch in dem Willen, einer Revolution die Maske der Legalität zu nehmen. Nun zum Vergleich, nur ein paar Ausschnitte, was alles unter den Tisch fallen würde, wenn jetzt die Klagen von mehr Demokratie behandelt würde, Deutschland tatsächlich dazu verurteilt würde, das Grundgesetz völlig aufzubrechen für ESM und Wirtschaftsregierung. Dazu haben wir uns die Klage mit Aktenzeichen 2 BVR 1445 aus 12, das Aktenzeichen findet man auch auf einem Artikel von IK News, 718 Seiten lang, angeschaut. Es würde zum Beispiel unter den Tisch fallen, dass die kleine Vertragsänderung zu immer neuen Mechanismen wie EFSF, Fiskalpakt und ESM und auch den Verordnungen zur Richtung der Wirtschaftsregierung ermächtigen soll. Es würde unter den Tisch fallen, dass alle diese Mechanismen in erster Linie der sogenannten Finanzstabilität dienen sollen. Und zwar der Finanzstabilität des Finanzsektors, nicht der Staaten und nicht des Euros. Es würde unter den Tisch fallen, dass in Artikel 136 Absatz 3 Satz 2 AEV für alle diese Mechanismen Auflagen will, die gegenüber der Bevölkerung der Staaten so streng sind wie die Auflagen aus der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Es würden die ganzen Fakten, die dort zitiert sind, unter den Tisch fallen, unter BVR 1445 aus 12, über die Erfahrung mit den Auflagen des IWF, wie viele Menschen hungern, in wie vielen Ländern die Gesundheitswesen zusammengebrochen sind, insbesondere die vielen Informationen aus dem Buch von Professor Dr. Trosodowskis Buch The New World Order and The Globalization of Poverty and the New World Order. Es würde auch unter den Tisch fallen, dass man für die Wirtschaftsregierung die Verschärfung von Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens einfach schon mal gemacht hat, ohne hinreichende Rechtsgrundlagen in den Verträgen und die mit dem Fiskalpakt und kleine Vertragsänderungen dann nachliefern will. Es würde unter den Tisch fallen, dass diese Nachliefern der Rechtsgrundlagen über kleine Vertragsänderungen und Fiskalpakt als eine verdeckte völkerrechtliche Rückwirkung erfolgen soll, die ausdrücklich untersagt ist nach der Wiener Vertragsrechtskonvention. Es würde unter den Tisch fallen, dass EFSF gar nicht ordnungsgemäß ratifiziert worden ist, sondern von der Bundesregierung nur bestätigt worden ist, obwohl damit ja Auflagen zu machen sollen, die bis hin zu Gesetzesänderungen und Verfassungsänderungen verpflichten sollen. Siehe die Berichterstattung von der Taz und vor allem von den deutschen Mittelstandsnachrichten zu Griechenland. Man will ja Griechenland per Kreditauflage zwingen, seine Verfassung zu ändern. Es würde auch dabei unter den Tisch fallen, dass im ESM ein Staateninsolvenzverfahren enthalten ist, auch wenn man die konkreten Regelungen nun in das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes eingebaut hat, statt in den ESM-Vertrag selbst. Gegen das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes hat interessanterweise mehr Demokratie nicht geklagt. Es würde auch unter den Tisch fallen, dass man das anwendbare Recht bei EFSF nach England verschiebt und den Gerichtsstand dann die luxemburgischen Gerichte bzw. zum EuGH. Es würde unter den Tisch fallen, dass man beim ESM das anwendbare Recht beliebig über den Globus verschieben kann, bei jeder Staatsschutzverschreibung anders und dass man auch den Gerichtsstand beliebig über den Globus verschieben kann. Es würde unter den Tisch fallen, dass im Staateninsolvenzverfahren des ESM und dem vorgelagert der
Wiener Initiative auch die großen privaten Gläubiger bzw. alle privaten Gläubiger den Staaten auch noch Auflagen machen können, politische Auflagen, auch auf Gesetzesänderungen gerichtet. Es würde ebenso übersehen werden, dass Artikel 3 Absatz 2 Fiskalpakt die Staaten zwingen soll. Moment. Nein, das hat Mehr Demokratie mit Artikel 3 Absatz 2 ist in der Klage von Mehr Demokratie sogar drin, dass die Verfassung geändert werden sollen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt, dass der Fiskalpakt das will. Es würde auch übersehen werden dabei, dass Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz eine Verbindung zu den universellen Menschenrechten darstellt. Da wird ja auf die Menschenrechte der Welt, bekennt sich ja da das deutsche Volk. Und die Beweisanzeichen dafür in den Reden von Dr. Sepum und von Dr. Süsterhin im Parlamentarischen Rat auch würde übersehen. Und das ist vielleicht besonders peinlich für Mehr Demokratie, dass man mit dem Grundgesetz viel mehr Volksabstimmung machen kann, ohne dass man sich dafür auf Artikel 146 Grundgesetz berufen muss, was sich zeigt an einer Abstimmung kurz vor Beschluss des Grundgesetzes, wo Dr. von Brentano damals im Parlamentarischen Rat mit seinem Antrag gescheitert ist, aus dem Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz das Wort Abstimmung herauszunehmen. Ja, Mehr Demokratie hat darüber hinaus auch eine ganze Menge an Spenden natürlich generiert und für seine Klage. Also bisher eine riesen erfolgreiche Aktion für die. Aber ist es das wert? Auch sollte man Europa nicht verfassungskonform ausgestalten, anstatt die Verfassung für Europa aufzubrechen? Wir werden auch noch schauen, was die anderen Kläger zu sagen haben. Bisher, aufgrund der Zeitnot, haben wir bisher zwei Klagen uns nur gründlich anschauen können. Wir versuchen auch mit den anderen Klägern noch Interviews zu bekommen. Herzlichen Dank. Hier ist unser Politikblog mit der Fortsetzung von Was wirklich geschah, Teil 2. Es geht weiter um die mündliche Verhandlung am 10.07.2012. Jetzt sehen Sie gleich unsere erste Intervieweinspielung mit Professor Dr. Joachim Stabatti, vielen bekannt von der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, hier vor dem Bundesverfassungsgericht. Am 10.07. war er einer der Kläger zu Aktenzeichen 2 BVR 1421 aus 12, zusammen mit Professor Schachtschneider, mit Professor Hankel und Kollegen. Film ab. Hier ist unser Politikblog. Heute ist 10.07.2012. Hier werden heute einige der Anträge auf einstweilige Anordnung von 5 Klägergruppen verhandelt. Heute habe ich die Ehre, mit Herrn Professor Dr. Stabatti zu reden. Herr Professor Dr. Stabatti, Sie gehören zu einer der Klägergruppen. Was sind Ihre Hauptanliegen Ihrer Klage? Das Hauptanliegen ist, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung zwingt, wieder zu Recht und Gesetz zurückzukehren. Denn die Vorschriften des Maastricht- und des Lissabon-Vertrages sind verletzt worden. Da war die staatliche Souveränität eben festgeschrieben worden, dass jedes Land für sich selbst verantwortlich ist. Und als man diesen Weg verlassen hat, hat man einen Weg begangen, der jetzt in den Schuldensumpf führen wird. Denn eine Vergemeinschaftung von Schulden führt nicht dazu, dass die Länder, die Schulden haben, versuchen, die Schulden abzubauen, sondern dass die Länder, die bisher noch gesund sind, mit in den Schuldensumpf gezogen werden. Es hat noch nie in der Welt funktioniert, wenn Haftung und Entscheidung auseinandergenommen werden. Am 25.03.2011 auf dem Gipfel, da wurde ja auch das Wort Finanzstabilität definiert als Stabilität des Finanzsektors, also nicht des Euros, nicht Stabilität der Staaten. Es scheint ja in erster Linie um Bankenrettung in der Eigenschaft als Gläubiger zu gehen. Ja, die bisherige europäische Solidarität war keine Solidarität mit den Ländern, sondern mit den Banken, die gerettet worden sind. Die Länder sind immer stärker in die Schuldenfalle hineingestoßen worden. Denn wenn Griechenland Geld bekommt, soll es das ja zurückzahlen. Und das Geld fließt an die Banken. Und die griechische Bevölkerung muss das zurückzahlen. Das kann sie aber nicht. Insofern ist das kein Weg, der zu einem guten Ziel führt. Wir haben uns angeschaut, Drucksache 17, 8731, neueste Auflagen gegenüber Griechenland.
Wir haben uns angeschaut, wie sieht das jetzt das Gesundheitswesen in Griechenland aus? Krebsmedikamente ausgegangen, laut einem Vertreter von Syriza. Und man hat Schwangere müssen, wir haben letztens ein Interview mit einer griechischen Journalistin gemacht, 1000 Euro für eine Entbindung zahlen, sodass viele nicht mehr behandelt werden in Griechenland. Und viele Griechen meinen, dass sie nur die Versuchskaninchen sind für das, was uns allen in Europa passieren soll. Wie kann man da einen gerechten Weg finden, den Griechen zu helfen? Wo ist da der faire Kompromiss, ohne dass wir selber genauso pleite gemacht werden? Ja, bevor man Kompromisse eingeht, muss man eine klare Diagnose stellen. Und die Diagnose ist, dass die griechische Wirtschaft hoffnungslos wettbewerbsunfähig ist. Und wenn man jetzt den Griechen weitere Sparauflagen zumutet oder die alten Sparauflagen durchzieht, wird das Land sich nicht erholen. Das Land kann sich nur erholen, wenn es zeitweise aus dem Euro ausscheidet, Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnt und dann wieder neu startet. Alles andere wird dazu führen, dass Griechenland ein Land ist, das ständig auf Transfers angewiesen ist. Das ist weder für das Land gut, wenn es nur von anderen abhängig ist, noch von denjenigen gut, noch für diejenigen gut, die jetzt das Geld dafür geben. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Bei ESM und Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes, da will man ja die Troika entscheiden lassen, ob es Schuldenerleichterungen gibt und die Gemeinschaft der privaten Gläubiger. Wie könnte bei einem gerechten Schuldenschnitt, wer soll da die Entscheidung treffen, ob es Schuldenerleichterungen gibt? Ja, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, dann entscheidet das Land, welche Quoten es stemmen kann. Und dann kann man sich mit dem Land auseinandersetzen. Dann geht Geld verloren. Das ist völlig richtig. Aber das Geld ist bereits verloren. Denn Griechenland wird diese Schulden nie zurückzahlen können. Also muss man überlegen, wie kann das Land auf Dauer Schulden zurückzahlen. Und das, was ich jetzt für Griechenland gesagt habe, gilt im Prinzip auch für Portugal. Gilt im Prinzip auch für Spanien. Man muss sich nur anschauen, was in Spanien zurzeit los ist, dass keine Rechnungen bezahlt werden. Da muss man sich fragen, wie können wir dieses Problem lösen? Das, was wir bisher machen, einfach Geld herüberschieben, das funktioniert nicht. Der Anleiheninvestor Pinko, der, glaube ich, mehrheitlich der Allianz gehört, der wird ja schon zurückhaltender beim Kauf deutscher Staatsanleihen. Ist das schon ein Zeichen, ein Alarmsignal, dass wir uns vielleicht übernehmen und demnächst uns ähnlich geht, wir genauso die Auflagen von ESM zu spüren kriegen? Ja, PIMCO ist ein Anlagefonds, der langfristig denkt. Und es ist klar, dass natürlich, wenn Deutschland diese Schulden mit übernimmt, es dann Schwierigkeiten bekommt, seine eigenen Schulden auch zu bedienen. Und deswegen warnt eben PIMCO und hat sich dann teilweise auch von Bundesanleihen verabschiedet. Es würde uns natürlich interessieren, was sind Ihre Klageanträge? Wollen Sie genau wie mehr Demokratie zum Beispiel eine Volksabstimmung, die wollen ja sogar eine Volksabstimmung über ein neues Grundgesetz? Worauf klagen Sie? Wollen Sie die Mechanismen stoppen? Wollen Sie eine Volksabstimmung? Wir wollen die Mechanismen stoppen. Und wenn die Bundesregierung weiterhin der Meinung ist, sie müsste auf dem jetzigen Wege fortschreiten, dann muss sie das über eine Volksabstimmung jetzt absichern. Denn es geht nicht mal darum, ob man da und da hilft. Es geht letztlich darum, ob man zu einem Bundesstaat kommt oder nicht. Und darüber muss die Bevölkerung, muss das Volk entscheiden. Aber dass man dem Volk auch klar die Konsequenzen sagt und nicht, man müsste das Volk also über alle Konsequenzen informieren vorher, nehme ich an, was in diesen Mechanismen alles drin ist, was man da will. Ja, das hat der Bundespräsident ja angemahnt, dass die Regierung endlich die Karten auf den Tisch legt und nicht stückchenweise mit der Wahrheit herausrückt. Insofern ist es richtig, dass dann wirklich gesagt wird, worum es geht und dass die Bevölkerung sagen kann, gut, wir sind bereit, in eine Transferunion einzusteigen. Aber einfach es hinter dem Rücken der Bevölkerung zu machen, das geht einfach nicht. Darf das Verfassungsgericht überhaupt so eine Volksabstimmung anordnen? Es musste sich doch eigentlich als Teil des Systems Grundgesetz vor das Grundgesetz stellen. Ja, es ist hier vor das Grundgesetz, wenn es sagt, das, was jetzt gemacht wird, geht über das Grundgesetz hinaus. Wenn das Grundgesetz geändert werden soll in dem Punkte, dann geht es nur über den Artikel 146, der sagt, dann muss das Volk über diese Sache mitbestimmen. Vielen Dank. Bitte. Gleich sehen Sie die zweite Interview-Einspielung. Wie ist wieder unser Politikblock? Was wirklich geschah, Teil 2. Das zweite Interview, das wir gemacht haben vor Beginn der mündlichen Verhandlungen am 10.07.2012. Ich habe gesprochen mit Herrn Prof. Dr. Andreas Fisan. Er hat die Linksfraktion vertreten in Verfassungsbeschwerden zu Aktenzeichen 2 BVR 1438 aus 12 und Organklage 2 BVE 6 aus 12. Film ab.
Heute ist Dienstag, der 10.07.2012. Ja, es geht hier heute um die mündliche Verhandlung zu den Anträgen auf einstweilige Anordnung von 5 verschiedenen Klägergruppen. Ich spreche heute mit Herrn Professor Dr. Fisan. Sie vertreten die Linke. Worum geht es bei Ihrer Klagen hauptsächlich? Was sind Ihre Es geht um den Fiskalpakt und um den ESM. Also der Fiskalpakt ist die angebliche Schuldenbremse. Ich sage lieber Kreditobergrenze, weil Schuldenbremse liegt schon wieder nahe. Schulden hat man ja nicht zu haben. Kreditobergrenze ist was ganz anderes. Wenn Sie zu Hause sagen, ich will ein Haus bauen und die Bank sagt ja, aber Kreditobergrenze ist so und so, dann sagen Sie, warum das denn? Also das ist schon, die Konnotation ist immer ganz merkwürdig. Das ist also der Fiskalpakt, ist die Kreditobergrenze und der Rettungsschirm ist der ESM. Und beide völkerrechtlichen Verträge sind demokratiewidrig, sagen wir, weil sie in die Haushaltshoheit des Bundestages und der Parlamente eingreifen. Da haben wir ja zum Beispiel Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe B, da steht ja, beim Fiskalpakt künftig soll ja beim Stabilitäts- und Wachstumspakt sollen ja Einnahmeerhöhungen gar nicht mehr als Defizitminderung gelten, sondern nur noch Ausgabensenkung. Läuft das auf den Ausverkauf des Staates hinaus? Das ist ja nur die Rechnung, die Rechenart, wie man sozusagen das Defizit berechnet oder was man nicht berechnet. Also da geht es darum, dass man einmalige Verramschung von Staatsgeldern nicht auf das Positivsaldo schlägt. Das ist, glaube ich, nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist Artikel 5, wo drin steht, dass Länder, die im Defizitverfahren sind, Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogramme, wieder so ein schönes Wort, auflegen sollen und diese Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogramme von der Kommission und dem Rat genehmigen lassen müssen. Das ist beim Fiskalpakt für uns ein entscheidender Punkt. Das wäre so, als wenn das Saarland seinen Haushalt, Saarland ist ja auch chronisch überschuldet, von der Bundesregierung oder dem Bundesrat genehmigen lassen müsste. Da würden die Saarländer sich, glaube ich, bedanken. Man hat ja auch erst das Defizitverfahren letztes Jahr verschärft, ohne Artikel 126 AEU-Vertrag zu ändern. Das wirkt so, als würde man Stickum die Rechtsgrundlagen nachschieben wollen über den Fiskal. Ja, das ist auch so. Weil die haben den Sixpack erlassen. Also das Sixpack sind Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union. Und haben, glaube ich, erst nachträglich gemerkt, dass das natürlich nicht geht, durch einfache Gesetze den Vertrag zu ändern. Und deshalb ist sozusagen dieser Fiskalvertrag nachgeschoben worden, um da eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die auch funktioniert. Jetzt haben wir im Fiskalpakt heute in Artikel 9 gefunden, wo es auch um die Ungleichgewichte und Euro-Plus-Pakt geht. Da scheint man ja dann fürs Ungleichgewichtsverfahren dann auch die Grundlagen nachzuschieben. Wir haben uns da die Erwägungsgründe mal angeschaut. Da steht ja, dass die Kommission da Auflagen machen will beim Ungleichgewichtsverfahren zu allen Fragen der Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Sind da die Arbeitnehmerrechte vielleicht in Gefahr, wenn das einfach jetzt so durchkommt? Beim Ungleichgewichtsverfahren geht es ja um die Leistungsbilanz. Das ist ja dann auch so geregelt, dass die Bundesregierung und die Bundesrepublik da kein großes Problem hat. Die Leistungsbilanz darf 5% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Zufällig war das genau die Grenze, die Bundesrepublik eingehalten hat. Also, und ich denke, da passiert nicht viel. Das ist nicht der zentrale Punkt. Das heißt, die Bundesregierung sorgt dafür, dass da sozusagen an der Stelle nicht nachgehakt wird. Der zentrale Punkt, wo es tatsächlich um die Löhne geht, ist bei diesen Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogrammen. Das kann man an Griechenland ja sehen. Das sind diese Programme, die da verabschiedet wurden oder diese im ESM dann Memorandums of Understanding. Also man macht Vereinbarungen mit der jeweiligen Regierung und sagt denen, jetzt müsste man die Löhne kürzen. Erst waren das nur die Löhne im öffentlichen Dienst. Und im zweiten Schritt wurde aber auch gesagt, insgesamt muss das Lohnniveau gesenkt werden, was dann Griechenland versucht. Das klappt, weiß ich nicht. Aber da ist natürlich die Tariffreiheit deutlich betroffen. In Drucksache 17.8731, was die Bundestagsabgeordneten im Februar ja zu lesen bekommen haben, war ja das neueste Memorandum of Understanding. Die wollen ja jetzt jeglichen Kündigungsschutz im öffentlichen Dienst aufheben. Und es gab ja schon im 2010, hat die Tagesschau berichtet, so eine Art vorübergehende Verfassungsnotstand, um den Kündigungsschutz aufzuweichen. Da dürfte wahrscheinlich dadurch noch mehr Armut geben, ja, als Auflagen EFS. Entschuldigung, das kann sein. Ich habe das wahrscheinlich mal gelesen, aber das weiß ich jetzt nicht, was in der Drucksache genau steht. Aber in der Tat, das sind die Dinge, die mit Griechenland vereinbart worden sind. Privatisierung, Kürzung von Renten.
oder Erhöhung des Rentenalters, was wir natürlich schon hatten, aber in Griechenland noch nicht. Und eben Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst. Welche Drucksache weiß ich jetzt nicht mehr, das müssen Sie. Wir haben auch mit Vertretern der Partnerpartei von den Linken, Syriza, gesprochen. Da haben wir gehört, am 21. Juni sind die Krebsmedikamente ausgegangen. Eine griechische Journalistin hat uns mitgeteilt, man muss jetzt 1.000 Euro Selbstbeteiligung für eine Entbindung bezahlen. Und die Taz berichtet, Medikamente gibt es im Krankenhaus und bei Apotheken nur noch gegen Vorkasse. Droht uns das Gleiche wie den Griechen, wenn das alles umgesetzt wird? Wir sind ja erstmal sozusagen die Starken, jedenfalls glauben wir das. Noch sind wir die Starken und haben sozusagen jedenfalls auf der Seite der Neuverschuldung keine Probleme. Auf der anderen Seite haben wir schon Probleme, also bei der Gesamtverschuldung. Aber das wird natürlich erst nicht so starke Einschnitte geben, aber die wirtschaftliche Situation kann sich natürlich ganz schnell ändern. Also noch 2004 galt Deutschland als schwach, wirtschaftlich schwach auf der Brust und kränkelnd und dann musste was getan werden. Dann hat sich das erholt, insbesondere nach der Krise haben wir gewonnen statt verloren. Aber das sind eher, glaube ich, sind auch politisch gesteuerte Entwicklungen, aber auch Zufälle. Und das kann sich also sehr, sehr schnell drehen und dann gibt es natürlich noch weitere Einschnitte in den Sozialstaat als jetzt schon. Was wollen Sie mit der Klage genau durchsetzen? Dass diese Mechanismen untersagt werden, dass das deutsche Volk darüber abstimmen soll? Was ist genau Ihr Ziel? Was soll rauskommen? Dass der Fiskalvertrag und der ESM aufgehoben, für verfassungswidrig erklärt werden, aufgehoben werden. Was soll mit EFSF passieren? EFSF, sozusagen die etwas kleinere Ausgabe des ESM, ist ja schon in Kraft. Was soll daraus werden? Ja, der läuft ja noch und wird auch weiterlaufen. Den hat das Bundesverfassungsgericht den bestätigt. Das wäre in Ordnung so. Da ist sozusagen die Rechtsmittel erschöpft. Und was die Bundesregierung davor hat, wie das weiterlaufen soll, kann ich nicht sagen. Eigentlich ist ja vor, dass das in den ESM übergeht. Da müssen wir mal schauen. Im Moment ist er ja noch befristet bis zum 30.06. Ja, aber das lässt sich verlängern oder aufstocken könnte man auch. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Aber das, wie gesagt, das hängt natürlich davon ab, was hier jetzt passiert, würde ich sagen. Vielen Dank.